Guten Abend. Wenn wir eines Tages auf die Pandemie zurückblicken werden, dann ist es vielleicht diese eine Branche, die das Virus nicht nur am heftigsten befallen, sondern hoffentlich auch am nachhaltigsten verändert haben wird. Dass in der Fleischindustrie vieles im Argen ist, das wusste die Politik. Aber erst der nun öffentliche Blick auf die Arbeits- und Lebensbedingungen zeigt, wie krank das ganze System ist. Die meist aus Osteuropa stammenden Arbeiter hausen mit ihren Familien in Gebäuden wie diesen auf engstem Raum, in feuchten und baufälligen Wohnungen. Das haben Tönnies und andere Fleischfabrikanten und deren Subunternehmer in Kauf genommen und die zuständigen Behörden lange nicht sehen wollen. Doch nun mussten sie. Und das, was sie sahen, offenbart, wie unwürdig die Menschen in diesen Unterkünften leben müssen. David Zajons über das Schattendasein der Werkarbeiter. Die Chancen der deutschen Kanzlerin, Europa zu verändern und zu einen, und ob Angela Merkel diese Chancen nutzt, das kommentiert Markus Preis vom Westdeutschen Rundfunk. Die Meinung von Markus Preis. Trotz Corona wird Europa weiter viel Energie in den Klimaschutz stecken, mit dem Green Deal, dank dessen die EU bis 2050 klimaneutral sein will. Das soll gelingen mit Hilfe von ganz normalen H2O, genauer mit Hilfe des H. des Wasserstoffs nämlich, der die umweltfreundliche Alternative der Zukunft zu Kohle, Öl und Gas werden soll. Das Problem ist nur, um diese neue Energie zu gewinnen, braucht es selbst viel Energie und die soll am besten nicht klimaschädlich sein. Der Wind soll das Wasser antreiben. Das ist der Stoff, aus dem europäische Träume sind. Michael Grütz. Das Erforschen technischer Innovationen ist auch an den Elite-Universitäten in den USA etwas, worauf die Amerikaner stolz sind und was Studierende aus aller Welt anzieht. Rund 1 Million Menschen aus dem Ausland sind es, die hier studieren und die eine wichtige Rolle spielen bei der Finanzierung der Hochschulen, weil sie deutlich höhere Studiengebühren zahlen als Amerikaner. Und so ist das Entsetzen an den Unis nur allzu verständlich über diese weitere Wolte der Trumpschen Corona-Politik. Ausländische Studierende, die Online-Kurse belegen, so hatte die Heimatschutzbehörde beschlossen, verlören ihr Visum und müssten das Land verlassen. Das aber wollen viele nicht klaglos hinnehmen. Jan-Philipp Burgert. Zurück nach Deutschland und zu einem Thema, das gestern noch die CDU und heute gleich die ganze Bundesregierung beschäftigt hat. Zur Gleichstellung von Frau und Mann hat das Kabinett eine nationale Strategie beschlossen und mit graue Mäuse wie diese könnten schon bald zu schillernden Figuren werden. Zumindest sind sie jetzt schon wichtige Mitarbeiter im Kampf gegen die Seuche, gegen die die Welt immer noch kein Gegengift hat. Und genau dafür braucht man sie jetzt. An Mäusen wird derzeit weltweit, auch in Deutschland, ein möglicher neuer Impfstoff gegen Corona getestet. Sie sind die Versuchskaninchen, auch wenn erste Labore bereits mit Tests an Menschen begonnen haben. Und wenn man weiß, wie lange die Suche nach einem Impfstoff normalerweise dauert, ist es schon sehr beeindruckend, mit welchem Tempo die Forscher in diesen Tagen vorankommen. Von Mäusen und Menschen und dem Rennen um das Wundermittel berichten Moritz Zimmermann und Franco Furaci. Auch hier hatten sie lange beruflich zu tun, Labormäuse und andere Versuchstiere im sogenannten Mäusebunker, auch wenn der eher nach Elefant aussieht als nach Maus. Dieser wuchtige Koloss steht in Berlin, hat mit seinen Kanonenrohren zwar eher die Anmutung eines schwimmenden Panzers, ist aber eine in Beton gegossene architektonische Glanzleistung der Nachkriegszeit. Doch der vermeintlich ewige Beton bröckelt, der Abriss droht und befeuert den Streit. Kann das bleiben oder muss das weg? Grit von Petersdorf. Freilaufgehege finde ich die beste Idee. Sven, wie sieht's aus mit der Freiluft und dem Wetter? Wie immer viel los im Freiluftgehege, Karin. Danke, Sven Plöger. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Dokumentarfilm Der Maulwurf, ein Detektiv im Altenheim. Ein Film, der zeigt, wie Heimbewohner mit Einsamkeit und Verlust umgehen. Um 0.10 Uhr folgt das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.